Nachdenkseiten. Diskussion in Sachsen, ich darf auch sagen, in Thüringen schaut. Und wenn man die Debatten im Wahlkampf verfolgt, dann kann man sich manchmal nur noch wundern. Und erlauben Sie mir, ein paar Beispiele quasi aus den letzten Tagen zu nehmen. Und ich fange an mit dieser Veranstaltung. Draußen vor der Tür sind Sie alle an einem Transparent vorbeigegangen, wo wenig Freundliches zur Bundesregierung stand. Unter anderem das Wort Korruption. Niemand in der Bundesregierung, ich meine, wir machen nicht alles richtig und wir streiten uns schön, aber korrupt gekauft ist niemand. Im Unterschied zu AfD und BSW. Denn jeder weiß, dass die Linie dazu, auch prinzipiell anderer Meinung zu sein. Und ich akzeptiere, wenn es gleich manchmal schwer ist, es immer in den Konsequenzen zu verstehen, ich akzeptiere, dass Menschen auch grundsätzlich an der Art, wie wir diskutieren, Zweifel oder eine andere Meinung haben. Und selbstverständlich darf man auch eine andere Meinung zur Unterstützung der Ukraine haben. Das ist alles legitim und das ist alles richtig. Sich aber für seine Meinung bezahlen zu lassen, im Internet Stimmen zu kaufen, Trollarmeen aufzubauen, eine Meinung gekauft zu bekommen, das ist widerlich und das gehört sich nicht. Und wir wissen, dass AfD und BSW genau so bezahlt werden. Erste Frage zu einem Statement von Robert Habeck, der hat bei der Abschlussveranstaltung der Sächsischen Grünen gesagt, ich zitiere einfach halbhalber, sich für seine Meinung bezahlen zu lassen, seine Meinung zur Ukraine bezahlen zu lassen, im Internet Stimmen zu kaufen, Trollenarmeen aufzubauen, ist widerlich. Wir wissen, dass die AfD und BSW genauso bezahlt werden. Da hätte ich noch gerne ein Statement dazu und vielleicht auch die Frage, falls das nicht zutreffen sollte, ob die BSW plant, dagegen rechtliche Schritte einzuleiten. Ja, das ist im Grunde eine einzige Unverschämtheit, was Herr Habeck da gemacht hat. Das lässt sich allenfalls dadurch entschuldigen, dass die Grünen derart am Boden sind und ja auch Angst haben mussten, in Sachsen überhaupt wieder einzuziehen. In Thüringen ist es ihnen ja glücklicherweise gar nicht gelungen. Ehrlich gesagt, wir prüfen das, ob wir dagegen vorgehen, weil es tatsächlich, ich meine, Habeck ist ja einer, der geht immer gegen jeden vor, der irgendwas über ihn Schlechtes sagt. Wir sind da, also nochmal, wir wollen eigentlich das Geld, was wir haben, nicht unbedingt in lauter Presse Auseinandersetzungen einsetzen, weil viele Menschen durchschauen das, aber das ist wirklich eine so dreiste Lüge zu behaupten, dass wir irgendwo finanziert werden. Also ich möchte mir mal angucken, wer alles die Grünen finanziert. Ich weiß, dass auf Landesebene teilweise Rüstungsfirmen inzwischen auch für die Grünen spenden. Also da sollte sich Herr Habeck lieber an die eigene Nase fassen und mal gucken, wen, auf wessen Ticket die Grünen fahren und wo sie ihr Geld herbekommen. Also das ist einfach unverschämt und niveaulos. Und wenn ich einen Satz dazu sagen darf, wir haben in Thüringen eine wirklich finstere Schmutzkampagne und eine Kampagne erlebt, die weit unter die Gürtellinie ging, die von Kampakt geführt wurde, mit wirklich ehrverletzenden Behauptungen. Und wenn man sich dann anguckt, wie Kampakt sich finanziert und welche Geldzahlungen und welche Ströme entsprechend sowohl von den Linken als auch von den Grünen in diese Richtung gegangen sind, dann kriegt das Ganze tatsächlich nicht nur ein bitteres Geschmäckle, sondern wird auch wirklich widerlich.